Thomas Pölzler arbeitet als Universitätsassistent an der Kai-Franzens-Universität Graz. Und für ein paar sehr schöne Jahre durften wir uns hier ein Büro teilen. Heute treffen wir uns hier an der Uni Graz wieder, um über sein Buch zu sprechen, Moral Reality and the Empirical Sciences, für das er von der GAP den Stegmüller-Preis bekommen hat. Thomas, was heißt denn hier im Titel Moral Reality? Also in meinem Buch frage ich, ob die Moral in einem ganz speziellen Sinn des Wortes ein reales Phänomen ist. Wenn wir ein beschreibendes Urteil fällen, wenn wir zum Beispiel sagen, dieses Fenster da drüben ist rechteckig, dann gibt es in der Regel etwas in der Wirklichkeit, das dieses Urteil wahr oder falsch macht. Eine objektive Tatsache, eine Tatsache, die in einem gewissen Sinn unabhängig von unserem Denken ist. Aber wie schaut das jetzt bei der Moral aus? Wie schaut das aus bei Urteilen darüber, dass etwas richtig oder falsch, gut oder schlecht, tugendhaft oder lasterhaft ist? Gibt es da auch so eine externe Wirklichkeit, die diesen Urteilen korrespondiert oder nicht? Die Antworten, die Philosophinnen und Philosophen auf diese Frage gegeben haben, lassen sich in zwei große Kategorien einteilen. Den moralischen Realismus auf der einen Seite und den moralischen Antirealismus auf der anderen Seite. Vertreter und Vertreterinnen des moralischen Realismus sagen, ja, so etwas gibt es. Antworten auf moralische Fragen sind nicht weniger denkunabhängig als Antworten auf Fragen darüber, ob etwas eine bestimmte Form hat oder ob etwas eine bestimmte Länge hat oder ein bestimmtes Gewicht. Antirealistinnen und Antirealisten hingegen sind der Meinung, dass Moral ein subjektives Phänomen ist. Das würde bedeuten, dass moralische Urteile zum Beispiel Urteilen darüber entsprechen, ob etwas gut schmeckt oder ob etwas modisch ist. Oder sie behaupten, dass es so etwas wie moralische Tatsachen einfach überhaupt nicht gibt. In dem Buch gehst du der Frage nach, inwiefern Erkenntnisse der empirischen Wissenschaften relevant sein können für die Debatte um den moralischen Realismus. Kannst du kurz erklären, wie du auf die Frage gekommen bist? Die Philosophie beschäftigt sich mit Phänomenen wie Wissen, Moral, Schönheit, Gott, Bewusstsein und so weiter. All diese Phänomene sind in einem gewissen Sinn auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Schon relativ früh in meinem Studium habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese beiden Herangehensweisen, die philosophische auf der einen Seite und die wissenschaftliche auf der anderen Seite, möglicherweise enger miteinander verbunden sind, als das häufig angenommen wird. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein solcher Ansatz, der häufig als naturalistisch bezeichnet wird, in der Philosophie zunehmend beliebter geworden. Eine Frage, die man aber vor dem Hintergrund dieses Ansatzes lange Zeit nicht umfassend und im Detail diskutiert hat, ist genau diese Frage, die ich vorher eingeführt habe, die Frage nach der Realität moralischer Werte. Mit meinem Buch wollte ich diese Lücke füllen. Ich habe mich also für die Frage interessiert, was empirische Wissenschaften beitragen können zur Klärung der Existenz objektiver moralischer Tatsachen. Eine Möglichkeit, auf wissenschaftsbasierte Argumente im Diskurs um den moralischen Realismus einzugehen, besteht darin, sie komplett abzulehnen, also deren Relevanz abzulehnen. Wie stehst du denn zu diesen Auffassungen? Eine der Hauptthesen meines Buches besagt, dass man diese wissenschaftsbasierten Argumente nicht so einfach als Ganzes vom Tisch wischen kann. Nicht auf der Basis solcher allgemeinen Einwände. Um das zu zeigen, betrachte ich verschiedene dieser Einwände und versuche sie zu entkräften. Manche Philosophinnen und Philosophen haben zum Beispiel wissenschaftsbasierte Argumente für den moralischen Realismus oder Antirealismus abgelehnt, weil sie der Ansicht sind, dass philosophische Erwägungen zu moralischen Urteilen logischen Vorrang haben vor wissenschaftlichen Studien zu diesen Urteilen. Bevor man untersuchen kann, ob diese Urteile ein Produkt der Evolution sind, wie viel Uneinigkeit es über diese Urteile gibt
oder wie philosophische Laien und Laien diese Urteile interpretieren, muss man schon wissen, was moralische Urteile überhaupt sind. Das ist aber eine Frage, so lautet der Einwand, über die uns nur die Philosophie Aufschluss geben kann, nicht die Wissenschaft. In meinem Buch versuche ich dann zu zeigen, dass dieser Einwand uns zwar schon in gewisser Weise hilfreich sein kann dabei, wissenschaftsbasierte Argumente zu verstehen, dass er aber diese Argumente eben nicht als Ganzes entkräften kann. Und zwar, weil er auf einem inadäquaten Verständnis dessen aufbaut, wie begriffliche Erwägungen auf der einen Seite und empirische Erwägungen auf der anderen Seite miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel versuche ich zu zeigen, dass die Bedeutung moralischer Ausdrücke unter anderem auch davon abhängt, wie diese Ausdrücke innerhalb einer Gemeinschaft von Sprecherinnen und Sprechern benutzt werden. Das ist aber etwas, was man schon auch empirisch erforschen kann, weshalb meines Erachtens auch zu dieser Frage Wissenschaften einen bedeutenden Beitrag leisten können. Nachdem dich also die prinzipiellen Einwände nicht überzeugen, gehst du im Buch einen Schritt weiter und untersuchst relativ prominent vorgetragene Argumente, die auf empirischen Erkenntnissen beruhen, zu analysieren. Kannst du uns für diese Arbeitsweise in dem Buch ein Beispiel nennen? Die Argumente, die ich in dem Buch analysiere, bauen allesamt auf jeweils einer bestimmten empirischen Hypothese auf. Im Fall des Arguments aus der moralischen Erfahrung zum Beispiel, ist das die Hypothese, dass uns die Moral wie ein objektiver Teil der Wirklichkeit erscheint. Anders ausgedrückt, wir alle sind in einem gewissen Sinn intuitive moralische Realistinnen und Realisten. Meine Diskussion dieses Arguments besteht aus zwei Schritten. In einem ersten Schritt versuche ich einmal zu klären, was mit der zugrunde liegenden empirischen Hypothese überhaupt gemeint ist. Auf welche Personen bezieht sich diese Hypothese beispielsweise? Und ein wie großer Teil der moralischen Erfahrung dieser Personen müsste realistisch geprägt sein, damit aus dieser empirischen Hypothese plausiblerweise der moralische Realismus gefolgert werden könnte. Der zweite Schritt der Diskussion besteht dann darin, zu überprüfen, wie gut begründet diese Hypothese auf wissenschaftlicher Basis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist. In dem konkreten Fall dieses Arguments aus der moralischen Erfahrung habe ich mich zum Beispiel ausführlicher mit einer bestimmten Art psychologischer Studien beschäftigt. Studien, die die metaethischen Überzeugungen von philosophischen Laien und Laien geprüft haben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Studien nicht besonders valide sind. Die Ergebnisse der Studien lassen sich häufig nicht hinreichend verallgemeinern auf alle möglichen Personen und auf alle möglichen Teile der Moral. Und die Studien haben in manchen Fällen zumindest auch nicht genau das gemessen, was sie zu messen beabsichtigt haben, nämlich diese Überzeugungen über die Objektivität moralischer Werte. Stattdessen haben sie zum Beispiel normativ-ethische Überzeugungen gemessen oder epistemologische Überzeugungen oder Überzeugungen anderer Art, die allerdings nicht genau mit dem übereinstimmen, worum es eigentlich gehen hätte sollen. Das ist in gewisser Weise auch das Resultat, zu dem ich mit Bezug auf die anderen Argumente gekommen bin, die ich in meinem Buch analysiert habe. Auch wenn diese Argumente philosophisch vielversprechend erscheinen mögen, auf der empirischen Ebene gibt es meines Erachtens mit Bezug auf alle noch einiges an Arbeit zu leisten. Thomas, in vielen Besprechungen deines Buches wird sein Service-Charakter gewürdigt, weil du nämlich nicht dabei stehen bleibst, dass du die Schwächen der bisherigen empirisch basierten Argumente aufzeigst, sondern auch deutlich machst, wie man es besser machen könnte. Könntest du das vielleicht kurz erklären?
Die Vorschläge, die ich in dem Buch mache, beziehen sich größtenteils darauf, wie man wissenschaftliche Forschung zu Moral valider oder philosophisch relevanter gestalten könnte. Viele dieser Vorschläge sind relativ allgemein und zum Teil auch ein bisschen trivial. Sie betreffen zum Beispiel die Größe und Zusammensetzung von Stichproben oder die Formulierung experimenteller Stimuli. Allerdings habe ich auch einige konkretere und etwas komplexere Vorschläge unterbreitet, unter anderem auch mit Bezug auf die psychologischen Studien, die ich zuvor erwähnt hatte. In diesen Studien hat man beispielsweise den Begriff der moralischen Wahrheit verwendet. Wenn Probandinnen und Probanden die Existenz moralischer Wahrheiten befürwortet haben, dann hat man das als Indikator dafür gesehen, dass sie dem moralischen Realismus zugeneigt sind. Wenn sie solche Wahrheiten abgelehnt haben, dann wurden sie innerhalb dieser Studien als moralische Antirealistinnen oder Antirealisten klassifiziert. Ein solches Design funktioniert allerdings nur, wenn Probandinnen und Probanden den Ausdruck der moralischen Wahrheit in einem ganz bestimmten Sinn verstehen. Und zwar in dem Sinn, dass moralische Wahrheit eine Übereinstimmung mit einer objektiven moralischen Wirklichkeit erfordert. Das ist keineswegs eine triviale Annahme. In meinem Buch schlage ich deshalb vor, diese Annahme experimentell zu überprüfen und gebe auch Hinweise darauf, wie man das möglicherweise tun könnte. Das Buch ist bereits 2018 erschienen und wurde von relativ vielen Philosophinnen besprochen. Gibt es denn etwas, das du aus heutiger Sicht an dem Buch gerne ändern wollen würdest? Im Großen und Ganzen bin ich schon noch sehr glücklich mit meinem Buch. Es basiert zum Teil auf meiner Dissertation und ist damit das Endprodukt von vielen Jahren harter Arbeit. Ein paar Kleinigkeiten gibt es aber doch, die ich heute etwas anders einschätze als damals. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ich in den Jahren seit der Veröffentlichung des Buches die Möglichkeit hatte, auch selbst zu wissenschaftlicher Forschung zur Moral beizutragen und in dem Prozess auch einiges dazugelernt habe. So würde ich heute, denke ich, meine Skepsis bezüglich bestimmter wissenschaftlicher Studien etwas schwächer formulieren, da auch meine Einwände zum Teil auf empirischen Annahmen beruhen, die erst experimentell überprüft werden müssten. Außerdem erscheint mir, dass manche Vorschläge, die ich mache, möglicherweise nicht hundertprozentig praxistauglich sind, weil sie Studien zu lange oder zu komplex werden lassen würden. Danke für das interessante Gespräch, Thomas. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Stegmüller-Preises und ich freue mich schon auf das nächste Buch. Vielen Dank, Norbert.